Servus und willkommen zu einem neuen Video. Wir sind die Free Kickers. Heute haben wir Niklas bei uns. Er ist der Gewinner der Everyday Epic Challenge von Samsung. Wir werden jetzt zusammen ein paar Challenges machen und ja, viel Spaß beim Video. Challenge 1 ist Snapshot Challenge. Wir haben schon mal die Teams aufgeteilt. Felix, ich, Janis im Tor. Und ich zusammen mit Niklas gegen die beiden. Schauen wir mal, wer der bessere von uns ist. Genau, fangen wir an. Challenge 1. Okay. Jan, pass auf! Pass auf! Ah, da war aber auch irgendwie scheiße wieder geworfen. Ich hab's irgendwie auch. Durch den Mittelteil ohne Ball. Ja, am besten einfach hoch, dass er an die Grenze schafft hier von dem. Ja, ich habe geguckt, aber der war nie da. Der war nie da. Ai! Ai, den habe ich schon drin gesehen. Ja, ich glaube, der Keeper war abgelenkt. Ai! Tim! Schönes Ding. Okay, Jungs. Gratulation. Erste Challenge ging auf jeden Fall an euch. Aber wir werden jetzt an die zweite Challenge gehen und das sind Free Kicks. Also eigentlich unsere Disziplin. Wenn wir da jetzt nicht punkten, würde ich auch sagen. Sieht's schlecht für euch aus. Ja, wir werden das auf jeden Fall richten. Alter. Ich dachte schon wieder, Jan guckt nur zu. Ach, schade, ich dachte, er geht noch vielleicht rein, weil der Torwart von der Mauer irritiert war. Wenn Tim jetzt nicht trifft, dann haben wir vielleicht noch eine Chance. Außer Niklas, der erste Schuss war schon auch knapp. Oh nein! Sollen wir die Mauer umstellen? Liegt's an der Mauer? Also den Punkt kriegen wir auf jeden Fall. Aber das Problem, wir haben es auch bitter nötig, weil wenn wir jetzt nicht punkten, dann war's das. Dann ist der Zug abgefahren. Uff. Er hat zweimal oben aufs Netz draufgelegt. Ja! Also wenn ich jetzt mit dem Derbystar treffe, dann ist es ein guter Ball. Okay, ich glaube, hier müssen wir uns erstmal warm schießen. Josef, du machst es, oder? Also entweder hat Jan jetzt die Mauer mal anders gestellt oder... Oh, ist zu einfach, ne? Nee, das Problem, das ist für ihn einfacher, weil der Ball sich zu ihm dreht, anstatt von ihm weg. Jan, wir haben uns geeinigt, hier trifft jetzt in der Runde. Ich wollte den Ronaldinho machen.
Aber sauguter Schuss. Respekt hier. Danke. Das ist der letzte. Das ist der letzte von Tim. Jetzt gilt halt Sudden Death, also das heißt. Wenn halt einer trifft, von mir noch, wenn. Ja, ja, dann geht noch die Runde durch. Das, was wir gesagt haben, jeder trifft, ist auf jeden Fall aufgegangen. Ja! Ja, so ungefähr. Also Jungs, ihr habt mit etwas Glück, muss ich jetzt auch sagen, gewonnen. Zweite Challenge geht auch an euch. Und da wir nur noch eine haben, ist mein Vorschlag, ihr müsst ihn natürlich nicht annehmen, dass wir bei der letzten Challenge beim Elfmeterschießen alles oder nichts spielen. Das heißt, das Team, das gewinnt, gewinnt die komplette Challenge. Können wir machen, aber nur, wenn wir gewinnen. Okay, einverstanden. Ja, das war mir aber klar. Ich versuch. Wenn ich ihn verschieße, dann muss halt direkt Joker einsetzen. Sehe ich das richtig oder wird das sein erstes Tor heute? Oh. Schatz feiert! Der ist noch nicht drin. Ja! 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 Ich stand. Oh! Ja. Das gibt's doch nicht! Juhu, was ist denn los? Wir müssen Teamgespräche machen. Break! Wir müssen jetzt eigentlich Joker spielen, ne? Also Joker, wo Torwart hinspringen soll. Alles klar, unser Joker wäre dann Konzi schwacher Fuß. Oh Gott, das will ich, ey. Ich habe mit dem rechten Fuß noch nicht getroffen, jetzt im schwachen. Das war wieder so eine richtig krumme Gurke. Es tut uns leid, aber gleiches Recht für alle. Joker linker Fuß haben wir, unser letzter. Hopp Jan! Oh. Wir sind wieder im Spiel, so einigermaßen. Ja gut, er muss jetzt treffen und wenn ich den nächsten reinmache, habt ihr verloren. Hey! Warum schieße ich dorthin? Ich die Oh! Mein Gott, ey! Ja, gut so. So, aber jetzt kommt noch unser Joker. Wow, schön. Gut, Sudden Death. Ja. Das heißt, neue Runde, neues Glück. Ready? Ja, war drin. So, Felix, was macht er? Ah, schön. Jetzt filmt man die Parade. Du hast doch, so krieg ich dich noch. So krieg ich ihn. Wow! Das heißt, du könntest, wenn du jetzt ein Rückwärtssalto machst, dann. Oder zählt das nicht als zwei? Also, das heißt, wenn er jetzt ein Rückwärtssalto macht und trifft, dann gewinnen wir. Wenn du aber. Komm, dann bieten wir euch das an. Ja. Also das waren unsere Challenges mit dem Everyday Epic Gewinner von Samsung, Niklas. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt. Sehr viel. Und konntest vielleicht ein paar Tricks und Tipps von Tim mitnehmen bei der Schusstechnik. Team Josef hier, wir zwei haben leider verloren, auch wenn es knapp war, 3-0. Scheiße, knapp ist 3-0. Aber ich meine, wir haben alles gegeben und ja, ich denke, wir ziehen uns jetzt gleich um und gehen noch ein bisschen DFB-Pokal gucken. Jo. Auf geht's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal und ja, haut rein. Ciao.